Zusatzfrage, Abgeordneter Fuchs. Sehr geehrter Herr Präsident, guten Morgen, Herr Bundeskanzler. Obwohl Sie durch das dritte Maßnahmenpaket gegen die Teuerung Entlastungen von 28,8 Milliarden Euro angekündigt haben, wurden gestern mit der zweiten Budgetnovelle lediglich Entlastungen von 3,66 Milliarden Euro beschlossen. Das heißt, Ihre Antwort an den Kollegen Schwarz war falsch. Wir haben nicht gestern 28,8 Milliarden Entlastung beschlossen, sondern 3,66 Milliarden Euro. Das heißt, Sie sind offenbar hier nicht wirklich auf dem aktuellen Stand des parlamentarischen Vorganges. Wir haben lediglich 12,7% des versprochenen Entlastungsvolumens beschlossen. Das heißt, entweder wurde hier dem Nationalrat wieder einmal ein Budget präsentiert, welches von vorne bis hinten nicht stimmt, oder zweite Erklärung, die Bundesregierung betreibt hier wieder mal eine reine Ankündigungspolitik und keine Entlastungspolitik. Nun zu meiner Frage, warum wurden im Budget durch die zweite Budgetnovelle gestern lediglich Entlastungsmaßnahmen von 3,66 Milliarden Euro beschlossen, obwohl Sie 28,8 Ich bin schon über der Zeit drüber, bitte. Und auch als Antwort gegeben haben. Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Sie waren ja selbst Staatssekretär auch im Finanzministerium, wissen daher, dass parlamentarische Beschlüsse auch zur Gesetzwerdung immer erst dann auch Sinn machen, wenn alle Reformprojekte tatsächlich auch so weit gedient sind, dass sie beschlussfähig sind. 3,6 Milliarden, wie Sie jetzt anführen, gestern beschlossen, heißt 3,6 Milliarden zusätzlich zu den 4 Milliarden, die schon beschlossen wurden. Also das heißt, die Summe an sich ist nach wie vor eine beachtliche. Sie wissen es aus Ihrer Zeit als Staatssekretär, es ist immer hier von Steuermitteln die Rede. Das heißt, es sind die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, die das leisten. Es wird auch noch die Abschaffung der kalten Progression erfolgen. Das wird tatsächlich noch viel, viel mehr Geld kosten, das aus unserer Sicht aber richtig und gut investiert ist. Aber nochmals, wir haben angekündigt, was wir tun. Wir haben einen Pfad vorgegeben und sind jetzt in der Beschlussfassung genau auf diesem Pfad mit dem Ziel, die Menschen zu entlasten. Und auch wenn wir uns an Milliardenbeträge schon gewöhnt haben, jetzt wenn im ersten Schritt schon 3,6 Milliarden Euro wieder schon jetzt dieses Jahr beschlossen worden sind, vor der Sommerpause des Parlaments, so ist das aus meiner Sicht ermutigend für die Menschen, die das Geld brauchen. Bei der Familienbeihilfe im August mit 180 Euro, Familienbonus 1.500 auf 2.000 Euro, Antiteuerungsbonus und Klimabonus mit 500 Euro pro Person, pro Haushalt, Kinder die Hälfte. So bin ich davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist.